Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Wir begrüßen alle Journalisten, die heute in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie zu Gast sind und natürlich auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die im Stream bei Dynamo TV zusehen nachher. Auf dem Podium begrüße ich wie immer unseren Cheftrainer Alexander Schmidt und diesmal von Spielerseite Heinz Mürschel. Ja, Coach, wir würden bei dir starten. Vor uns liegt ein besonderes Spiel, erneut ein großer Gegner. Wie war dein Eindruck aus der Trainingswoche und seid ihr bereit für Nürnberg? Ja, kann ich nur positiv antworten. Ja, wir freuen uns sehr auf das Spiel, besonders mit unseren Zuschauern im Rücken. Ja, Heimspiel. Bisher lief das ganz gut, ja, bei uns in Dresden. Zuschauer waren immer sensationell, haben uns top unterstützt. Ja, da sind wir sehr stolz drauf und wollen natürlich wieder was zurückgeben, wollen ein gutes Spiel zeigen, wollen aggressiv auftreten, hungrig von der ersten Minute. Ja, erste Minute betone ich explizit extra nochmal. Ja, ihr wisst, was ich meine. Da müssen wir sofort da sein. Und Mannschaft ist willig, Mannschaft hat sehr gut trainiert und ja, wir freuen uns aufs Spiel und sind sehr positiv. Heinz, dann machen wir bei dir weiter. Du bist in allen Partien der zweiten Liga bislang zum Einsatz gekommen. Es ist jetzt ja mehr als ein Viertel der Saison gespielt. Wie ist dein Eindruck von dieser zweiten Liga? Wie stark ist sie wirklich? Ich glaube, es ist eine mega zweite Liga, die, ich glaube, mega reizvoll ist, auch für draußen, weil mega Spiele einfach stattfinden, mega Derbys. Und ja, ich glaube, wir sind in die Saison richtig gut reingekommen. Klar mussten dann auch hier und da mal Lehrgeld zahlen und haben auch gesehen, dass wir uns in gewissen Bereichen noch entwickeln müssen. Ich glaube aber, wir sind komplett im Soll und ich glaube, die Mannschaft ist hungrig, die Mannschaft ist heiß und wir sind auch noch lange nicht bei unserem Endlevel, sage ich mal, angekommen. Da ist noch viel Luft nach oben und es macht einfach Spaß, Woche für Woche mit den Jungs einfach auf den Platz zu gehen und einfach sich zu messen, zu kämpfen. Der letzte Gegner, muss man auch mal sagen, dass sie einfach da einen Ticken besser waren. Ich glaube, sowas können wir dann auch mal akzeptieren und einfach, jetzt wollen wir es auf jeden Fall besser machen. Die Jungs sind heiß und ich glaube, es wird noch eine spannende Saison. Perfekt. Dann würde ich an der Stelle die Runde gerne öffnen. Gibt es von eurer Seite bereits Fragen? Jan Arndt, Bild Dresden, macht den Anfang. Frage an Trainer. Hallo. Dynamo und Nürnberg, ihr spielt ein fast identisches System. Liegt das an der RB-Vergangenheit, der Trainer? Ja, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Gut, sagen wir so, ich sehe schon Unterschiede mittlerweile. Ja. Mittlerweile muss ich sagen, was unseren Stil betrifft, was ihren Stil betrifft. Will ich aber jetzt nicht unbedingt näher darauf eingehen. Ich glaube, dass ich das vorher schon so gespielt habe, was ich jetzt hier versuche umzusetzen. Nicht durch meine RB-Vergangenheit. Außerdem war ich ja in Salzburg. Ich glaube, das ist ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Von der Philosophie her ähnlich. Ja, da ist schon was dran. Ja. Das ist auch, Nürnberger Trainer ist sehr akribisch, ja, und moderner Spielstil und so weiter, ja, legen sehr großen Wert auf Stabilität im Defensivbereich, zeigen auch nur 7 Gegentore. Es gibt durchaus Parallelen, aber ich glaube einfach, dass unser Stil, den wir jetzt zu Hause gezeigt haben, doch aggressiver war, was das Vorwärtsverteidigen betrifft. Ja, ich glaube, da haben sie mittlerweile, weiß nicht warum, aber mittlerweile kommt es mir so vor, als dass sie da ein bisschen passiver sind gegen den Ball. Weiter geht's bei Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten. Bevor wir es vergessen, Herr Schmidt, natürlich, das Personal ist wichtig. Gibt es irgendwelche Veränderungen, Zugänge aus dem Lazarett?
Luca Hermann macht einen sehr guten Trainingseindruck, ja, was mich sehr freut, ja, was sehr wichtig ist für uns. Er war einfach in der Anfangsphase ein extrem wichtiger Spieler für uns mit seiner Kreativität, seiner guten Technik und auch seiner Aggressivität, wenn man nur das Spiel in Hamburg im Kopf hat, ja, wo er wirklich hervorragend gespielt hat, sehr wichtig für uns. Ansonsten muss gleich überlegen, ja, Patrick Weihrauch ist sehr gut im Training, braucht aber noch, also macht alles mit. Man sieht halt einfach, dass er ein Spieler ist, der einen Unterschied ausmachen kann in jedem Training. Aber müssen wir langsam jetzt heranführen. Ele trainiert mit, aber auch noch in der Phase, wo wir heranführen müssen. Also unterm Strich ist jetzt für das Spiel der Luca Hermann einfach so, dass er spielbereit ist. Und ja, Akoto müssen wir setzen, wisst ihr selber. Ansonsten gibt es keine Neuigkeiten auf dem Gebiet. Wir wechseln die Seite. Es geht weiter mit Jens Umbreit, Dresden 103.5. Trainer, vielleicht können Sie ein bisschen was sagen zu Nürnberg. Nürnberg bislang als einziges Team in der zweiten Liga noch ungeschlagen. Wir schreiben jetzt den 10. Spieltag. Da will man natürlich dann auch gerne die erste Mannschaft sein, der das gelingt. Wie gelingt das? Unbedingt wollen wir sie schlagen. Ja. Sie, also ihre größte Stärke in meinen Augen ist ihr Umschaltspiel. Ja, sie sowohl offensiv als defensiv sprinten sie richtig in die Bewegung rein. Ja. Gegen den Ball gibt es keinen Spieler, der irgendwie vorne dann langsam zurückläuft. Sie sprinten direkt in die Position. Im Umschaltspiel offensiv auch brandgefährlich, speziell über Möller Deli, den wir im Griff bekommen müssen. Innenverteidiger sind sehr erfahren. Ja. Chris Schindler, Huddersfield und Askar Sörensen ist ein hervorragender Spieler. Insgesamt die Viererkette mit Valentini Handwerker auch gehobenes Niveau, Zweitliganiveau, ja. Muss man erstmal knacken, ja. Wir haben natürlich verschiedene Szenarienmuster, ja, Vorgehensweisen. Um einen habe ich noch vergessen, den Geis auf der 6, ja, einer der besten Fußballer in der zweiten Liga in meinen Augen. Tempelmann, der gut in Form ist. Ja, die Nürnberger haben eine gute Mannschaft, aber wir haben auch eine gute Mannschaft. Und nochmal, im Heimspiel hat es bis jetzt immer hervorragend geklappt. Die einzige Niederlage gegen Paderborn, die aus meiner Sicht zu hoch ausgefallen ist, wo wir eigentlich auch ein ordentliches Spiel gemacht haben. Aber auf dem wollen wir aufbauen. Kann jetzt natürlich nicht in taktische Details gehen, um den Nürnbergern keine Vorlagen zu geben. Aber nochmal, wo wir auf der Hut sein müssen, ist im Umschaltspiel. Und ansonsten wird die Mannschaft sehr aggressiv auftreten. Natürlich immer mit einem gewissen Rhythmuswechsel. Ja, dass wir wollen natürlich auch nicht ins offene Messer laufen. Aber ich kann versprechen, ja, den Dynamo-Fans, dass die Mannschaft also hat auf mich jetzt einen brutal willigen Eindruck gemacht im Training. Und alle freuen sich auf das Spiel. Und sind einfach heiß, dass sie dieses St. Pauli-Ergebnis wieder wettmachen. Ja, gegen Viktoria Berlin haben sie schon sehr gut gespielt, ja, speziell in der ersten Halbzeit. Und so wie es der Heinz gesagt hat, ja, wir haben eine gute Truppe und aus meiner Sicht, wir sind in der Lage, dass wir Nürnberg zu Hause schlagen, in Verbindung mit unseren tollen Zuschauern. Wir machen weiter bei Thomas Narendorf, Dresdner Morgenpost. Herr Schmidt, Sie haben vieles gerade schon erklärt. Nürnberg hat 4-mal auswärts unentschieden gespielt. Was macht es denn so schwer? Eben das, was Sie gerade erläutert haben? Ja, wie gesagt, Sie haben eine sehr gute Viererkette. Sie haben ein gutes Umschaltspiel in die Defensive rein. Sie haben ausschließlich Spieler, die bereit sind, gegen den Ball zu arbeiten. Ja, von ganz vorne, von den Stürmern. Mittelfeld mit Kraus, Nürnberger, Tempelmann, die sehr laufstark sind. Ja, sie sind die zweitlaufstärkste Mannschaft der Liga. Sie sind intensiv. Ja, sehr auf die Ballseite orientiert und was bei ihnen natürlich auch ein Kriterium ist, dass sie bisher keinen Fehler gemacht haben in der Spieleröffnung. Also sie haben keine, wie es halt bei allen Mannschaften mal vorkommen ist, dann mal irgendwie fast so ein halbes Eigentor geschossen. Sie sind da sehr ballsicher in Verbindung mit Geis, Sörensen, Schindler und den Riegel müssen wir knacken, ja. Gibt es weitere Fragen? Daniel Klein, Sächsische Zeitung, bitte als nächstes. Herr Schmidt, Nürnberg hat in der Länderspielpause ein Testspiel bestritten gegen Ingolstadt, das 0-7 verloren. Ich gehe mal fest davon aus, dass Dynamo da irgendwie präsent war.
um das zu schauen. Könnte man da irgendwelche Rückschlüsse mitnehmen oder war das ein Spiel, was völlig... Normal könnte man jetzt sagen Vorbereitung und ja und so weiter und so fort. Aber ich sage, als wenn man Fußballer ist oder war oder einfach so einen Kopf von einem Fußballer hat, macht es was aus, wenn ich 7-0 verliere. Vor allem war es jetzt nicht so, dass sie mit U19 oder mit U23 gespielt haben. Sie haben überwiegend oder sie haben so gemischt Hälfte-Hälfte mit dem Stammteam und Spielern halt, die jetzt so auf dem Sprung sind, gespielt, aber auch namhafte Spieler, ja, wie Rausch oder so. Ja, also es war jetzt keine irgendwie junge Truppe auf dem Platz. Ich glaube schon, dass sie das so ein bisschen zumindest nachdenklich macht, ja, wenn ich zu Hause gegen einen Ligakonkurrenten 7-0 verliere. Also wenn ich mir das so vorstelle, wenn das jetzt hier bei uns wäre, dann wäre ich schon sauer, ja, sage ich ganz ehrlich. Aber sie drehen es natürlich, sie sagen, okay, hell, es war jetzt einfach, es hat uns wachgerüttelt, jetzt sind wir nochmal besonders unter Fokus für das Spiel, kann jetzt auch sein, ja, ich kann es nicht genau sagen. Ich sage nur, 7-0 verliert kein Fußballer gerne. Weiter geht's bei Jan Arndt, Bild Dresden. Ich habe noch eine Frage zum Personal. Akodo fällt aus. Ja. Wie wollen Sie den Ausfall kompensieren? Mit ihm fällt ja vor allen Dingen, fehlt ja dann vor allen Dingen Geschwindigkeit in der Innenverteidigung. Geschickte Frage. Ich werde da jetzt nicht wegen Ihnen, ja, aber einfach, um es den Nürnberger nicht so einfach zu machen. Ja. Es spielt ja höchstwahrscheinlich Manu Schäffler, der eine gewisse Kopfballpräsenz hat, sehr gut im Kopfballspiel ist. War ja auch schon jahrelang bei mir in der Mannschaft. Ja, ist noch, kann ich nicht preisgeben. Ja. Mit der einen Variante hätten wir mehr Geschwindigkeit, mit der anderen Variante hätten wir natürlich mehr Wucht in der Luft. Wir werden es am Sonntag erfahren. Genau. Gibt es weitere Fragen? Ja, Jochen Leimert, bitte nochmal. Frage an den Heinz. Es ist gerade angesprochen worden, Luca Herrmann kommt zurück. Im Mittelfeld ist der Konkurrenzkampf ein sehr harter. Beschreib den mal aus deiner Sicht, wie ihr in der Woche damit umgeht. Du hast ja auch noch nicht alle Spiele in dieser Saison so durchgehend bestritten. Es ist offensichtlich sehr schwer, sich da durchzusetzen. Kannst du das mal in eigene Worte fassen? Ja, also ich glaube, wir haben einen breiten Kader. Wir haben gute Jungs und ja, dann geht es halt einfach Woche für Woche seine Leistung zu bringen. Klar, es ist natürlich unschön, wenn sich immer mal wieder Spieler verletzen. Ist aber klar, dass der ein oder andere dann halt auch mehr die Chance hat, sich zu zeigen und die Chance zu nutzen. Ja, speziell jetzt bei mir ist es jetzt so, dass ich einfach versuche, Woche für Woche meine Leistung zu bringen, im Training einfach ein gutes Gefühl fürs Wochenende mir selber mitzugeben, dass ich am Wochenende einfach einen guten Eindruck machen kann, an erster Stelle für mich selber und natürlich dann für den Verein, für den Coach. Dann ist es natürlich ein Spiel auf Messerschneide. Muss man halt einfach Gas geben und die Argumente auf seine Seite bringen. Und schaut man von Spiel zu Spiel einfach. Gibt es weitere Fragen? Thomas Narrendorf nochmal. Auch nochmal an dich, Heinz. Wie groß ist denn für dich der Unterschied zwischen dritter Liga und zweiter Liga? Also ich glaube, wenn man von der dritten in die zweite guckt und von der zweiten in die erste, ist es, glaube ich, schon immer nochmal ein Sprung. Ich glaube, Fehler werden hier nochmal eiskalter bestraft als in der dritten Liga. Also hier darfst du dir weniger Fehler erlauben. Ich glaube auch, dass wir noch ein bisschen lernen müssen. Zum Beispiel so ein Spiel wie gegen Pauli waren wir 0-1 hinten. Ich glaube, am Ende ist es 0-3 oder 3-0 ausgegangen. Dass wir das Spiel ein bisschen länger offen halten, dass es länger nur 1-0 steht und vielleicht kann man am Ende dann noch was mitnehmen. Und dann, wie gesagt, Kleinigkeiten entscheiden dann einfach die Spiele und es wird dann halt immer brutaler. Und die Geschwindigkeit auch und wie die Vereine auf Fußball spielen in der zweiten Liga ist schon noch mal eine Klasse besser als in der dritten Liga. Ich schaue noch mal in die Runde. Vielleicht bevor noch jemand eine Frage einfällt, von uns noch die Information, dass am Wochenende auch ein besonderes Spiel stattfindet. Es ist ein Aktionsspieltag.
Mit der Aktion Love Dynamo, Hate Racism möchte die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden ein klares Zeichen für Vielfalt und gegen Rassismus setzen. Und unser Dank gehört allen Fans und Sponsoren, die diese Aktion Jahr für Jahr möglich machen. Dann abschließend nochmal der Blick. Jan Arndt nochmal. Warte kurz auf. Gibt es noch Karten für das Spiel? Ja. Kann ich auch direkt überleiten. Aktuell sind 14.500 Tickets verkauft. Wir rechnen mit ca. 600 Gästefans aus Nürnberg. Die Tageskassen werden geöffnet sein. Tageskassenöffnung ist 11.30 Uhr, das heißt 2 Stunden vor Anpfiff. Konkret sind geöffnet der Kassenbereich Lenéplatz, also links vom Fanshop ab 10 Uhr. Die Kassenbereiche West, Blüherstraße sowie Arnoldbad, K-Block ab 2 Stunden, wie gesagt, vor Anpfiff. Und natürlich der Online-Shop, der nach wie vor noch genutzt werden kann. Ich hake da gleich nochmal nach. Für Nürnberg gilt nach wie vor also so 16.000, je nachdem, wie die Besetzung ist. Gibt es schon Signale, dass ihr die Kapazität erhöhen könnt? Die Frage ging auch an mich. Tatsächlich für Nürnberg gilt weiterhin die 3G-Regel, also exakt diese Haltung, die Dynamo Dresden jetzt vor wenigen Wochen kommuniziert hat. Dementsprechend 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zugelassen. Was die nächsten Spiele betrifft, warten wir aktuell noch auf konkrete Rückmeldungen, da die derzeit gültige Corona-Schutzverordnung noch Gültigkeit besitzt. Und erst danach werden wir konkret planen können, wie es weitergeht, informieren dann über die Homepage, Social-Media-Kanäle, Pressemitteilungen etc. Und noch eine Anschlussfrage. Noch eine Anschlussfrage, weil in Leipzig gibt es gerade einen großen Shitstorm, weil RB die 2G-Regel praktizieren will. Ist davon auszugehen, dass Dynamo an der 3G-Regel festhält? Oder sagt ihr, damit wir das Stadion voll kriegen, machen wir dann doch die 2G-Regel? Ich glaube, grundsätzlich eine Frage, die man eher dann auch mal mit unserer Geschäftsführung besprechen kann. Die Entscheidung für 3G fiel gemeinsam zwischen Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Fanvertreterinnen und Fanvertretern, weil man einfach einen sehr breiten gemeinsamen Konsens erfahren möchte. Und dies ist so bis auf Weiteres auch vorgesehen beizubehalten. Die 3G-Regel gilt derzeit in Dresden im Rudolf-Habig-Stadion. Noch Fragen zum Spiel gegen Nürnberg am Sonntag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir haben viele Infos schon besprochen. Was ich gerne noch mitgeben möchte, sind die Informationen zu unserem Nachwuchs. Der Bereich U19 bis U15 absolviert überwiegend Auswärtsspiele. Deswegen starte ich mit dem Heimspiel. Dieses absolviert die U17 am Samstag 12 Uhr gegen Energie Cottbus. Gespielt wird im Sportpark Austra. Und die weiteren Teams sind allesamt auswärts gefordert. Das heißt, die U19 spielt am Sonntag 11 Uhr in Osnabrück gegen den VfL Osnabrück. Die U16 tritt ebenfalls am Sonntag 12 Uhr auswärts an. Gegner ist Union Berlin. Und die U15 spielt am Samstag 12 Uhr beim Chemnitzer FC. Dann sage ich vielen Dank für euer Kommen. Und allen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls vielen Dank und einen guten Start ins Wochenende. Bis Sonntag.